so häufig bei guten Geschichten fängt auch die mit einer Legende an. Im jurassischen Dorf Lasagne hat im 17. Jahrhundert ein Rosshändler seine kaputte englische Uhr einem Einheimischen zu flicken. Einem jungen Schmied, Daniel Jean Richard, sei die Reparatur gelungen. Daraufhin hat er beschlossen, selber Uhren zu bauen. Und so hat es angefangen mit der Schweizer Uhrenindustrie. Im Jura. In diesen abgelegenen Tälern und Hochebenen, wo Männer und Frauen seit 400 Jahren eines der feinsten Handwerke pflegen. Von da kommen hochkomplizierte, teure und äußerst erfolgreiche Uhren. Und das, nachdem die Schweiz das Wettrennen um die besten Uhren der Welt schon fast für Gänge verloren hatte. Mein erstes Ziel ist im Waadtländer Jura. Ich bin zu Gast bei Brügge, einer der ältesten und weltweit renommiertesten Uhrenmanufakturen. Grüß dich wohl, Herr Hayek. Grüß dich, herzlich willkommen. Grüß dich. Haben wir das Hausherr ist der Mark Hayek, der Grosssohn vom grossen Uhrenindustriellen Nicolas Hayek. Nach dem Tod vom Grossvater hat er 2010 die Leitung übernommen. Brügge ist eine Manufaktur für Luxusuhren, eine von vielen Firmen vom Swatch-Konzern. Das Kantenbrechen haben, das Polieren. Und auf dieser Seite werden eigentlich für mich schon ein Stück von der Seele die Uhr geben. Schon ganz ein wichtiger Teil. Fast alles, was zu einer Uhr gehört, wird hier gemacht. Rund 50 verschiedene Prüfungen hier vertreten, erzählt der Mark Hayek. Die meisten der Angestellten sind Fachleute. Ein paar davon pflegen Jahrhunderte alte Berufe. Und da werden zum Teil auch mit alten Maschinen geschaffen. Sind wir hier sehr an einem speziellen Ort, Herr Hayek? Guillochage, was heisst das genau? Guillochage ist eigentlich eine Art von Gravur. Das Gravurmesser wird eingespannt, wird durch den Druck Tiefe bestimmt und dann in Wellen mit verschiedenen Formen. Ein Zifferblatt, das graviert wird. Jetzt gibt es ja ganz wenige Manufakturen, die das machen. Die machen das. Warum? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Brügge. Alle unsere Zifferblätter sind handgiaschiert. Und das gehört zu unserer DNA sozusagen. Und es behaltet auch ein Handwerk am Leben. Für mich ist das mehr als nur etwas, was die Marke braucht. Die Industrie braucht es. Weil ich behalte es nicht nur am Leben mit jemandem, der es macht als für eine Ausstellung oder für ein Einzelstück als Kunst, was eigentlich ist, sondern es ist ein Beruf und das ist richtig Produktion da. Und der Beruf muss am Leben erhalten werden. Der Abraham Louis Brügge hat mit seinen Erfindungen Maßstab gesetzt für die Präzisionsuhrmacherei. Bis heute. Der spröde Neuenburger ist im 18. Jahrhundert ausgewandert und hat in Paris eine grosse Karriere gemacht. Die Königin Marie-Antoinette, der Napoleon Bonaparte und russische Zaren haben seine kostbaren Uhren begehrt. Später sind Grössen wie Winston Churchill oder der Starpianist Arthur Rubinstein dazugekommen. Es ist die Handarbeit, die Brügge-Uhren so teuer und exklusiv macht, erklärt mir der Mark Hayek. Er zeigt mir ein Modell, das ein paar hunderttausend Franken kostet. Double Tourbillon, was wir hier haben, das extrem. Für mich ist es lebende Kunst, weil es ist ganz klar ein Vorteil, ich habe ein ewiges Leben von einer mechanischen Uhr, wo ich im Prinzip, solange ich savoir-faire habe, um sie zu reparieren, das Material ins Gedächtnis haben, also kann ich die am Leben halten. Jetzt hat euer Grossvater gesagt, die Chinesen die können nie eine Brügge-Uhr machen. Sagen die? Ja, nein. Also, ich sage, natürlich sieht man Kopien. Aber das ist wieder das. Da kommen wir wieder zu einem Punkt. Nützlich. Weil, wenn es mehr oder weniger so aussieht, ein TikTok macht, okay, wenn ich ein Picasso kopiere oder fotografiere, habe ich auch ein eigenes Bild. Aber ich habe kein Picasso, es gibt nur ein Original. Es ist eine Kulturfrage und das braucht von mir aus Generationen.
Und wenn wir aufhören, muss ich sagen, das ist da, wo wir, wenn wir den Moment, wo wir aufhören, bei uns zu investieren, Innovationen zu machen, Technologie vorwärts zu treiben, dann sind wir 10, 20, 30 Jahre wahrscheinlich tot. Der Nicolas Hayek hat die Brügge 1999 gekauft. Etwas, das er sofort in Angriff genommen hat, ist die hochkomplizierte Uhr nachzubauen, die der Brügge seinerzeit für Königin Marie Antoinette gemacht hat. Mit seinem unschlagbaren Sinn für einen grossen Auftritt hat er die Uhr im In- und Ausland gäng wieder präsentiert. Das hat einen riesigen Wert. Das ist ein Einzelstück. Aus diesem Atelier kommt die Uhr. Die Spezialisten arbeiten heute an einem Modell, das Marie Antoinette übertrumpfen soll. Eine Uhr zu Ehren von Nicolas Hayek. Ein grosses Projekt, eine Grande Complication. Ein Hommage an meinen Grossvater. Und was ist jetzt speziell an dieser Uhr? Wir haben über 2000 Einzelteile in der Uhr. Wir haben ein Tourbillon, eine Grand Sonnerie, eine Petit Sonnerie, eine Minutenrepetition, einen Alarm. Wir haben einen Tag- und Nachtalarm, wie der Alarm funktioniert auf der Grand Sonnerie, wo sich verändert, ob es eine Grand Sonnerie ist am Morgen oder eine Grand Sonnerie am Abend. Wie kostet etwa so? Ich denke, wir werden es irgendwo wahrscheinlich gegen die 2 Millionen kommen. Sind das nicht Riesenmargen? Auch bei diesem Preis ist es im Prinzip nicht da, wo man reich wird. Aber es ist auch das Herz drin, wie so etwas mitzuerleben, mitzuverfolgen. Die Geburt von so einem mitzuerleben ist natürlich schon etwas ganz, ganz Spezielles. Und das ist schön. Da sind wir. Da sind wir Und der führt mit der Marc Hayek zu einer lebenden Legende im Betrieb. Zum Uhrmacher Louis Gaillet. Dank Leuten wie ihm hat Brügge überlebt. Und vor allem auch die lebende Geschichte, die wir hier haben. Bonjour, Monsieur. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Votre nom est? Gaillet. Monsieur Gaillet. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait 44 ans. Es gibt nicht viele, die so lange da sind, schon 44 Jahre. Nein, das ist wirklich ein Rekord und eine lebende Geschichte. Und vor allem auch von der Familie her. Noch länger Grossvater schon auch mit Brügge zusammengearbeitet. Also, das ist ganz, ganz selten. Ich möchte mehr wissen über Louis Gaillet und gehe zu ihm heim. Sein Haus ist gerade neben der Fabrik. Hier ist er geboren. Hier hat er das Leben lang gewohnt, so wie sein Vater und sein Grossvater. Der Louis Gaillet stammt von französischen Hugenotten ab, die im 16. und 17. Jahrhundert in Jura geflüchtet sind. Das ist der Coiffeursalon meines Großvaters, den mein Vater übernahm. Mitte der 1950er Jahre schloss er das Geschäft und begann im oberen Stockwerk als Uhrmacher zu arbeiten. Als ich noch ganz klein war, setzte ich mich jeweils schon früh morgens auf seinen Schoß, um ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Damit ich überhaupt etwas sah, musste er das Knie etwas anheben. Was er mit den Uhren machte, verstand ich damals natürlich noch nicht. Der Louis Gaillet kommt aus einer regelrechten Uhrmacherfamilie. Viele von seinen Vorfahren und Verwandten haben schon als Uhrmacher gearbeitet. Ihn selber hat das Handwerk schon als kleiner Bub fasziniert. An Weihnachten wünschte ich mir einmal einen alten Wecker, um ihn auseinanderzunehmen, zu verstehen, wozu die Räder dienen. Da sagte meine Mutter, wo soll ich den finden, diesen alten Wecker? Und dann? Und dann suchte ich im Abfall nach solchen Dingen. Auch Louis Gaillet, seine Mutter, hat Teilzeit in einer Uhrenfabrik gearbeitet, wie die meisten Bewohner des Valais de Joux. Kann man sagen, dass die Leute hier eine besondere Begabung für dieses Handwerk haben? Ich denke, es ist durch die Kraft,
Ich glaube, sie wurden dazu gezwungen. Es gab ja nichts hier. Im Winter konnten die Leute nirgendwo hin wegen des Schnees. Viele von ihnen waren Bauern und beschäftigten sich in den langen Wintermonaten zu Hause mit der Uhrmacherei. Sie hatten auf dem Hof kleine Ateliers mit vielen Fenstern, damit sie genügend Licht hatten für die knifflige Arbeit. So fertigten sie im Auftrag von Firmen Uhrenbestandteile an. Siedlungen sind weit verstreut in den Tälern des Jura. Die Menschen, die hier wohnen, freiheitsliebend und eigenständig. Und sie haben eine hohe Arbeitsmoral. Das Handwerk, das die Hugenotten aus Frankreich in die Schweiz gebracht haben, hat im Jura und bei den Jurassier die ideale Heimat gefunden. Wie ideal verstehe ich erst so richtig das La Chaux-de-Fonds, der Stadt hoch oben im Neuenburger Jura. Hier treffe ich Ludwig Oechslin. Er ist Uhrmacher und leitet das Internationale Uhrenmuseum La Chaux-de-Fonds. Die Stadt ist geprägt von der Uhrenindustrie und ist darum vor ein paar Jahren ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden. Vom höchsten Turm aus im Ort erklärt mir der Ludwig Oechslin Zusammenhänge. Kann man sagen, dass La Chaux-de-Fonds wegen der Uhrenindustrie so aussieht, wie es heute aussieht? Also das kann man schon sagen. Was man sicher nicht kann sagen, ist, dass La Chaux-de-Fonds entstanden ist am Reissbrett für die Uhrenindustrie. Warum nicht? New York, San Francisco und so, das ist alles in dieser Zeit auch entstanden und genau in dem Schachbrettmuster. Hingegen, was hier sehr spezielle Lösungen sind, sind eben, dass es für ihre Arbeit spezifisch eingerichtet worden ist. Also mit den breiten Strassen, mit den vorgängigen Gärten gegen Süden und all das Zeug, das ist sehr speziell. Im 19. Jahrhundert war die Schweiz ein Billiglohnland. Wegen dem sind die Touren von hier weltweit konkurrenzfähig geblieben, meint Ludwig Oechslin. Von Architektur her typisch für La Chaux-de-Fonds sind die Arbeiterhäuschen mit den langen Fensterreihen in den Obergeschossen. Hinter denen waren die kleinen Uhrmacherateliers, wo Lehrlinge, Frau und Kind gearbeitet haben. Wegen ihren flinken und feinen Hängen waren die Frauen für die Arbeit besonders gefragt. Und auch die grosszügigen Gärten stehen im Dienst dieses Handwerks. Also die Gärten sind angelegt worden, weil man Raum geben und Licht geben wollte. Raum geben, um gut leben, offen leben, mit genügend Möglichkeiten, um draussen zu sein. Und Licht geben für die Arbeit selber, weil hier vom Süden her natürlich das meiste Licht auf ihre Atelier trifft, durch die Fensterfront, durch, die gegen Süden ausgerichtet ist. Die pompösen Fabrikantenvillen sind Zeitzeugen vom Boom in der Uhrmacherei. Ende 19. Jahrhundert sind die ersten Fabriken entstanden. Die Schweizer Uhren haben dann zumal den Weltmarkt dominiert. Also jetzt sind wir Anfang des 20. Jahrhunderts, Herr Oechslin. Was ist jetzt da typisch in La Chaux-de-Fonds? Also typisch für La Chaux-de-Fonds ist bei diesem Gebäudekomplex die extrem starke Durchwachsung und Durchmischung von Lebensbereich und Arbeitsbereich. Auf der einen Seite direkt die Fabrik und auf der anderen Seite angeschlossen sofort das Fabrikantenhaus, wo der Chef von dieser Fabrik drinnen gewohnt hat. La Chaux-de-Fonds ist bis heute von den Uhren geprägt. Am Rand der Stadt haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr bekannte Uhrenmarken angesiedelt. Auch ein kleines, äußerst erfolgreiches Start-up ist daher gezogen. Gröbel und Forsem. Aus einem alten Bauernhof mit Anbau haben die englisch-französischen Besitzer eine moderne Manufaktur gemacht. Weshalb mit diesem Bauernhof? Wir wollen uns damit zurückbesinnen auf die Uhrmachertradition in dieser Region. Und auch den Sammlern unserer Uhren außerhalb der Schweiz diese Wurzeln näher bringen. Also ist es auch eine Art Marketing? Nicht unbedingt. Es ist wirklich ein Hinweis darauf, dass die Uhren hier früher so produziert wurden. Wir verbinden das Alte mit einem modernen Gebäude aus dem 21. Jahrhundert, das für uns die Zukunft symbolisiert. Sie haben diese beiden Elemente, die sich perfekt ergänzen.
So wie bei unseren Uhren. Auch da verbinden wir die alte Uhrmachertradition mit einer völlig neuen Technologie. Und es harmoniert. In ihrem modernen Glasbau beschäftigen Gröbel und Forse rund 70 Leute aus der Region. Der Uhrmacher Stephen Forsey hat das Handwerk ursprünglich in England gelernt. In der Schweiz wollte er es perfektionieren und da hat er den Elsässer Robert Gröbel kennen. 2004 haben sie ihre eigene Marke gegründet. Die junge Uhrenfirma Gröbel und Forse hat sich in enorm kurzer Zeit im Luxussegment durchgesetzt. Eine Uhr kostet zwischen 350'000 und 850'000 Franken. Ohne Edelsteine. Herr Forse, können Sie uns erklären, was Ihre Uhren so teuer macht? Bon. Nun, ich glaube nicht, dass sie teuer sind. Ich finde, sie sind teuer. Jedenfalls, ich könnte mir keine leisten. Das ist allerdings etwas anderes. Das will ja nicht heißen, dass sie teuer sind. Schauen Sie, eine Gröbel Forse-Uhr ist eine Art Unikat. Wir produzieren nur rund 100 Stück pro Jahr. Das heißt, es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Konzentration und Ruhe. Etwas vom Wichtigsten beim Uhrenhandwerk. Wer braucht eine solche Uhr? Wer braucht das? Irgendwo sind es wir. Wir haben diesen Willen, diese Leidenschaft für das Uhrenhandwerk, das seit Jahrhunderten besteht. Es ist die Aufgabe des Uhrmachers, dafür zu sorgen, dass dieses Handwerk nicht verloren geht und es voranzutreiben. Das braucht Zeit und Energie. Und natürlich braucht es auch jene, die bereit sind, dies zu unterstützen und eine solche Uhr kaufen. Es ist ein Zusammenspiel. Wir sind im Internationalen Uhrenmuseum des La Chaux-de-Fonds, dem bedeutendsten der Welt. Da hütet der Ludwig Oechslin 4'500 Schätze. Hier sind natürlich die älteren Uhren mit dem Herzstück drin. Erotische Fantasien in Emai oder Vögel, die singen für den Kaiserhof von China. Die Schweizer Uhrenindustrie hat schnell auf Mode können reagieren und Sonderwünsche befriedigen. Was passiert jetzt bei dieser Uhr? Also bei dieser Uhr, das ist ein Planetarium und kann man in Zeitraffer haben wir Planeten um die Sonne herumgehen. Also die Sonne im Zentrum und Merkur, Venus, Erde mit Mond, Mars, Jupiter und Saturn plus der Uranus ganz hinten als Planeten im Planetensystem um die Sonne herum. Für was hat man solche astronomischen Uhren gebaut? Also die hat man erstens aus didaktischen Gründen gebaut, um überhaupt dem grösseren Volk können zeigen, wie so etwas funktioniert, dass sie sich so eine Vorstellung können machen. Sagen wir rein vom philosophischen Standpunkt her auch gesehen, in welcher Grössenordnung man da ungefähr im Gesamtrahmen von dem, von der Welt ist, wo man lebt. Im Laufe der Zeit sind Uhren gehen kleiner geworden. Von den Kirchturmuhren über den Tisch zu Sackuhren. Und nach der Taschenuhr ist im 20. Jahrhundert die Armbanduhr gekommen. Es ist jetzt eine Taschenuhr, die in eine Lederfassung eingebracht worden ist, damit man sie am Arm kann tragen über den Kleider. Und dieser Trend hat sich entwickelt im Verlauf des Ersten Weltkriegs und das insbesondere im Militärbereich. In einem späteren Stadium zum Taschenuhr auch schützen oder zum Tour, wo man am Arm trägt, auch schützen. Da hat man dann solche Gitter drüber da, insbesondere bei Offizieren, die solche Uhren haben können tragen. Das scheint ein Trendsetter zu sein, sodass man nachher das für verschiedene Haufen andere Leute Tour eben gleich entweder tragen und nachher ist sie dann wirklich als Handgelenk unter den Kleidern.
Die Nachfrage nach Armbanduhren nimmt gäng mehr zu. Z Biel, z Grenchen und Solothurn entstehen neue Uhrenzentren. 1929 haben in der Schweiz schon 50'000 Leute in der Uhrenindustrie gearbeitet. Nach der Krise in den 30er Jahren hat die Industrie im Zweiten Weltkrieg wieder angezogen. Die Schweiz konnte produzieren und liefern an die, die im Krieg waren. Ein Kartell, das sogenannte Uhrenstatut, hat sie vor der Konkurrenz geschützt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind gäng mehr Menschen aus dem Ausland in die Fabriken gekommen, vor allem italienische Frauen. Sie waren meistens unqualifiziert, wegen ihren flinken Händen, aber gefragt. Ich werde erwartet von einem Arbeiter aus dem neuenburgischen Fleurier, der die Jahre heute noch miterlebt hat. Die Valeria Generoso ist als 18-Jährige von Italien in die Schweiz gekommen und hat Mitte 60er Jahre in der Uhrenindustrie angefangen. La plus petite était derrière. Wir Ausländerinnen hatten einen schlechteren Ansatz als die Schweizerinnen. Das heißt, wir verdienten weniger. Da wir aber pro Stück bezahlt wurden und schnell arbeiteten, verdienten wir manchmal mehr als die Schweizerinnen. Sobald sie dies aber bemerkten, reklamierten sie beim Chef. Die Hochkonjunktur in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, das war für die Frauen harte und vor allem monotone Arbeit. Die traurige Berühmtheit haben in diesem Zusammenhang die sogenannten Saridonbrötchen bekommen. Die Arbeiterinnen haben ihr Brot mit Tabletten gegen das Kopfweh belegt. Bessere Arbeitsumstände hat man sich erkämpfen müssen. Da, wo ich gearbeitet habe, wollten sie nichts von der Gewerkschaft wissen. Das war indiskutabel. Ich war das schwarze Schaf, weil ich in der Gewerkschaft war. Auch wenn die Gewerkschaft der Uhrenindustrie nicht besonders kämpferisch war. Genau, trotzdem. Sie wollten nichts davon hören. Es war nicht lustig. So informierte ich meine Arbeitskolleginnen während der Pausen oder auf der Toilette. Es gab immer irgendeine Gelegenheit. Ich bin in Biel, im heutigen Zentrum der Uhrenindustrie, und habe Rendezvous mit dem CEO der Swatch-Gruppe, einem weltweit führenden Schweizer Uhrenhersteller. 25'000 Angestellte arbeiten für diesen Konzern weltweit, mehr als die Hälfte davon in der Schweiz. Uhren, bevor euer Vater in das Business eingestiegen ist, was war das für euch? Uhren? Das war vor allem eines, Mondlandung. Das ist, da bin ich 14. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Bei der Mondlandung 1969 haben die Astronauten Schweizer Uhren gedreht. Und wo während dem Apollo 13-Flug das System wegen einem Unfall fast alle ausgefallen sind, hat die Omega-Uhr geholfen beim Navigieren. Kein Wunder, war die Dankbarkeit der NASA gross. Die ganze Welt hat zugeschaut. Und die haben natürlich ein Omega Speedmaster am Arm gehabt, eine Schweizer Uhr. Und ich habe mir, wir hatten noch nichts mit Uhren zu tun gehabt. Ich habe mir das gewünscht und ich habe das geschenkt bekommen. Von meinen Eltern. Ich habe so eine Uhr geschenkt bekommen. Und ich habe die Uhr immer gedreht. Immer. Bis zum Moment, wo die Swatch lanciert wurde. Dann habe ich angefangen, Swatch zu tragen. Und vorher habe ich eben zu diesen Kategorien Leute gehört, die immer die gleiche Uhr gedreht haben. Wie man sie ja gewöhnt war. Man kommt eine Uhr rüber, man ist zufrieden damit, sie ist schön. Und dann behaltet man sie sein Leben lang. Und vielleicht kommt man mal eine andere rüber, man kauft sich etwas und dann behaltet man die. Und ich habe genau das durchgemacht, nämlich den Gewohnheitswechsel. Also meine erste war die Omega wegen der Mondlandung. Im gleichen Jahr haben die Schweizer die Quarzuhr präsentiert. Aber für die Schweizer Uhrenbarone war der Quarz nur eine Spielerei. Sie haben nicht begriffen, dass die Elektronik die Uhr verändert, sie präziser macht als jede mechanische Uhr.
Die Amerikaner und später auch die Japaner haben das sehr wohl begriffen. Sie haben den Markt mit gäng billigeren elektronischen Uhren angefangen zu beliefern. Die Schweizer Uhrenfabrikanten aber waren dann auf dem Höhepunkt des Erfolgs und nicht offen für die Quarzrevolution. Sie haben lieber Astronauten, General und Könige durch ihre Fabriken geführt, so wie hier das thailändische Königspaar. An der Mustermesse zu Basel hat die Schweizer in den frühen 70er Jahren gegen extravagantere und teurere Stücke vorgeführt. Aber sie haben noch so können glänzen. Die Industrie ist gegen weiter hinter die Amerikaner und Japaner zurückgeht. Mitte der 70er Jahre war es dann vorbei. Fast 60'000 Frauen und Männer haben ihren Job verloren. Die Schweizer Industrie ist von 90 auf 30'000 Angestellte geschrumpft. Es war traurig. Ich arbeitete damals bereits 19 Jahre in der Uhrenindustrie. Es war mein zweites Zuhause. Die Angst begleitete uns ständig. Wir hatten keine Ahnung, wohin wir gehen sollten. Bei wem arbeiten? Wir mussten wieder ganz von vorne beginnen. Also für Sie war es überhaupt nicht einfach? Ja, ich hatte zwei Kinder, die es zu versorgen galt. Ich musste um jeden Preis wieder eine Arbeit finden. Fabrik um Fabrik ist zugegangen. Die beiden grossen Uhrenkonzerne Aswag und SSIH waren hoch verschuldet. Ein schlechtes Marketing, der zu hohe Franken und die Kurzsichtigkeit der Patron hat die Industrie zu Boden gewirtschaftet. In den Lagerräumen von Omega sind Tausende von mechanischen Uhren geblieben liegen. Zu teuer, zu schlecht gemacht. In Höllstein im Kanton Basel-Land ist die Uhrenfirma Oris. Ein Betrieb, den es seit über 100 Jahren gibt. Ihr ehemaliger Chef hat im Gegensatz zu anderen Unternehmern eingewilligt, mit mir über die Zeit zu reden, wo alles zusammengefallen ist. Er selber hat in den 80er Jahren die alte Oris müssen liquidieren, 216 Angestellte entlassen. Er konnte aber die Firma retten, der Oris geht es heute gut. Der Rolf Portmann kennt aber einen Haufen Patron, die die Krise nie verwunden haben. Das war natürlich ein persönliches Trauma, auch für mich. Das ist klar. Das ist eine soziale, für viele sicher eine soziale Einbuße oder ein Prestigeverlust. Das ist eindeutig. Nicht? Das ist klar. Wie hat sich das geäussert? Jetzt für euch wahrnehmbar? Das Zurückziehen ins Schneckenhaus bei einigen. Bei anderen, die krank geworden sind. Das hat es auch gegeben. Sie sind eine Art Opfer geworden von dieser Krise, oder was habt ihr das Gefühl, dass Sie das... Ja, man war Opfer und Täter gewesen, natürlich in einem. Das ist schon so. Dass man sich... Der Vorwurf hat mir so gefallen, man hat viel zu spät auf Quarz umgestellt und hat das verschlafen. Ich meine, insofern ist man Opfer geworden von der eigenen Strategie, die damals noch auf die Mechanik und auf die Manufakturen gesetzt hat. Das ist schon notvollziehbar von mir aus gesehen. Mhm. Also, ihr habt das Gefühl, dass Sie nicht gesehen, was Ihre eigenen Fehler vielleicht auch waren. Sondern man hat sie vielleicht schon gesehen, aber man hat sie nicht wollen. Fehler tut man nicht gerne eingestehen. Das ist klar. Anfang 80er Jahre ist der Nicolas Hayek aufgetaucht. Er hat von den Gläubigerbanken der Konzerne Aswag und SSIH den Auftrag bekommen, die marode Uhrenindustrie zu analysieren. Reihe von Problemen. Und so war die Ausgangslage. Der Markt für mechanische Uhrwerke ist zusammengebrochen. Zulieferbetriebe im ganzen jurassischen Uhrenbogen sind vor dem Nichts gestanden. Nicolas Hayek sein Fazit: fusionieren und den Billigmarkt erobern. Er selber ist ins Geschäft eingestiegen und Chef geworden vom neuen grossen Uhrenkonzern SMH. Die Chance hat, ist die Schweizer Uhrenindustrie am Boden? Einfach keineswegs. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich kann mich erinnern an eine Sitzung, wo wir daheim waren, am Samstag oder Sonntag, wo meine Mutter da war, meine Schwester und ich. Und dann ist er da gesessen und hat gesagt, was sollen wir machen?
Er hat immer oder ist immer jemand gewesen, der nie Schulden hat wollen machen, weil er die Unabhängigkeit behalten wollte. Und er hat gesagt, soll ich dort jetzt mit investieren? Soll ich das übernehmen? Das ist auch das, wo, damit man das Konzept so umsetzt, wie er die Strategie entwickelt hat. Und wir haben dann gesagt, ja, er soll es machen zusammen. Er hat daran geglaubt, an diese Strategie, nämlich das unterste Marktsegment wieder zu beherrschen und nicht sich nur auf den Luxus zu konzentrieren, sondern unten zu attackieren. Es ist ja nicht aufregend, Kinder, wir müssen aufregende Uhren machen. Mit dem Nicolas Hayek hat der Stil gewechselt. Er war laut, fordernd und hat gerne provoziert. Sie haben es nicht einmal angeschaut, verdammt nochmal. Nein! Kommen Sie erst anschauen, bevor Sie Nein sagen. Er war schon eine dominante Figur. Ja, er war eine Figur, wir können nachvollziehen, was er macht. Und wir sind stolz, was er gemacht hat. Aber er war auch immer sehr kindlich. Sehr emotional und sehr. Es ist wie ein Bär, wie ein Grizzlybär, wo sie sich anlehnen können. Und wo macht rum, rum, wo so ein bisschen grummelt. Und dann natürlich Leute, die den Grizzlybär nicht kennen, Schiss. Aber im Innersten spüren sie, dass sie sich anlehnen möchten. Und er wärmt sie und er schützt sie. Nach der Übernahme des neuen Konzerns präsentiert sich der gebürtige Libanese 1987 mit seiner Familie in einer Show vom Schweizer Fernsehen. Tochter Naila, der Sohn Nick und der Grosssohn Mark. Sie alle werden in diesen Konzern einsteigen, der Anfang einer neuen Uhrendynastie in der Schweiz. Will jetzt da so ein Fremder, der von der Uhrenindustrie überhaupt nichts versteht, was will jetzt der da bringen? Man hat also den Kopf geschüttelt und gesagt, also nein, das kann ja nicht gut ausgehen. Das hat man schon gehört. Was habt ihr gedacht? Was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, ich kann mir gar kein Bild machen über den Mann. Ich kenne ihn ja nicht. Aber ich habe schon gedacht, dass die Fusion, haben wir schon müssen sagen, dass eine Chance besteht schon. Aber natürlich, auch wir in gewissen Gremien, wo ich gesessen bin, hat es geheissen, nein, also das ist ja unmöglich. Der Hayek als Insider, dann würde das in Amerika passieren, dann hat ja dann eine Justizgeschichte am Hals. Ist das natürlich so eine Eid-Geschichte, die auch aufgekommen ist. Aber das hat bald geändert. Ja. Der Portmann von Ori sagt, mit Herrn Hayek, mit Herrn Tomke, mit all diesen Leuten ist eine neue Kultur gekommen. Was war das für eine Kultur? Ich glaube, dass man Mut hat, etwas Neues zu machen und dass es nicht mehr Schein als Sein ist. Das ist ganz wichtig. Das heisst, ein industrieller Partner, Leute, die etwas bewegen wollten, und eine Industrie erhalten und vorwärts gehen. Hat er sich fundiert um das, was war? Oder hat er auch manchmal das Gefühl gehabt, ich vertrample da etwas? Nein, die Kultur, die war, war eine verheerende Kultur. Die hat man vertrampeln. Das war eine Kultur von, wir sind die Kings und die Könige. Das heisst, das, was man ja gehört hat manchmal, aus Karikaturen, dass sie quasi einen 100-Franken-Schein nehmen und damit ihre Zigarren anzünden. Also das ist genau das, ein Paradebeispiel von Leuten, die meinen, sie können immer ihre Produkte, auch ohne Innovation, teurer verkaufen und teurer. Es reicht, dass sie in der Schweiz gemacht ist, ein wunderbares Swiss-Made, ein bisschen mehr Gold, ein bisschen mehr da, ein bisschen Wheeler-Dealer. Und das reicht, damit man immer mehr Gewinn macht. Also mit ihnen nichts zu tun haben? Nein, das ist nicht, dass er nicht zu tun hat. Die haben sich ja selber abgesagt, weil die ganze Industrie ist ja in die Pleite gelaufen. Und da hat es Uhrenbaron gegeben, mit riesigen Schlössern, mit Besitztümern. Und gleichzeitig ist das ganze Bach abgegangen. Während man sich in der Chefetage gefragt hat, ob es die mechanische Uhr überhaupt noch brauche, haben die Uhrmacher weiter getüftelt. Sie haben an ihr Handwerk geglaubt. Bei IWZ Schaffhausen war es der Kurt Klaus, der mit seinen Erfindungen an der mechanischen Uhr und der Firma einen neuen Schub gegeben hat. Seine Kreationen sind im firmeneigenen Museum ausgestellt. Hier haben wir das Andenken an Da Vinci mit verschiedenen Modellen, die wir gemacht haben. Der Uhrmacher hat mehr als ein halbes Jahrtausend in eine Armbanduhr gebaut. Er hat die Zukunft programmiert, inklusive einer exakten Anzeige der Mondphase. Da Vinci hat er seine Uhr getauft. Wir haben vorher, eigentlich in der ganzen Geschichte der IWC, darum gekämpft, um
die genauesten Uhren zu machen, die möglich sind. Das ist nicht mehr gegangen gegen Quarzuhren. Dann mussten wir uns überlegen, was können wir eben machen, dass die Uhren, die mechanischen Uhren, wieder attraktiv werden. Und so habe ich dann einfach einmal in der tiefsten Zeit, sogar an einem freien Tag, weil es nicht anders gegangen ist. Wir haben ja dort mal nur 4 Tage pro Woche geschafft. Kurzarbeit? Tag, ja, genau. An dem Tag einmal probiert, auf einem Taschenuhrwerk so ein Kalendarium draufzubauen. Und es hat dann sogar funktioniert. Und es ist dann einfach glücklicherweise auch von der Geschäftsleitung dann so aufgenommen worden, dass sie gesagt haben, ja, man sollte jetzt eigentlich probieren, mal so etwas zu machen. Der Kurt Klaus ist längst pensioniert. Aber für die Marketingabteilung von IWC ist er Gold wert. Seit über 10 Jahren ist er in der ganzen Welt unterwegs und erzählt von seinen Uhren, die so aufwendig sind in der Herstellung und doch nie so präzise werden sie wie eine billige Quarzuhr. Für was ist das gut? Eine Uhr mit einem ewigen Kalender. Was bringt ihm das? Für fast ein bisschen die Ewigkeit. Ja, es gibt vielleicht einen Überblick auf eine Zeit, wo weitergeht, als wir erfassen können. Es ist einfach die Faszination drin, die könnte das machen. Und es ist zum Beispiel jetzt vor 11 Jahren, bei dem Jahrtausendwechsel, ist das ein Ereignis gewesen, an der Da Vinci mit dem ewigen Kalender. Da haben natürlich alle, die so eine Uhr hatten, haben in der Silvesternacht drauf geschaut und gesehen, wie langsam die Zahl 19 verschwindet und auf 20 übergeht. Und das ist einfach, das ist das Erlebnis. Und ich würde mir wünschen, ich würde es noch mal erleben. Aber das ist noch mal vorwärts. Es geht einfach nicht. Es geht zu lang, bis sich der Vorgang wieder einmal abspielt. Was die Da Vinci für einen Luxusmarkt, ist die Swatch für einen Billigmarkt. Die Geschichte von Swatch hat angefangen, bevor der Nicolas Hayek auftaucht, nämlich Ende 70er Jahre bei der ETA, der Hersteller von mechanischen Uhrwerken, zu Grenchen. Der damalige Direktor Ernst Thomke hat den Auftrag gegeben, eine billige Uhr zu machen. 2 junge Ingenieure arbeiten es, der Elmar Mock und der Jacques Müller. Das sind die ersten Swatch. Da ist immer diese berühmte Schale, in die alles eingebaut wurde. Und die verschiedenen Farben, die ganz zu Beginn verwendet wurden. Wenn ich mich recht erinnere, gab es schon Ende 1979 die ersten Befehle aus der Direktion, eine Schweizer Uhr zu entwickeln, die nichts kostet und qualitativ hervorragend ist. Das war so ungefähr der Auftrag. Die Tüftelei von Jacques Müller und Elmar Mock ist als Schnapsidee in die Geschichte gegangen. Eine Uhr mit wenigen Einzelteilen, robust und industriell hergestellt, für 5 Franken das Stück. Diese Schnapsidee, das ist genau die Skizze, die wir gemacht haben an diesem Tag. Und zuerst hat Tomke mich zusammen gestochen und geschlagen. Ich war sein Punching Ball. Er hat mich gefragt, ob ich wahnsinnig bin, ob ich irgendeine Idee von Geld habe, weshalb ich hier arbeite. Ich wurde zusammen geschissen. Gut, das Papier hat der Tomke behalten. Und ich bin zu Müller zurückgekommen mit der Meinung, das ist schief gegangen. 2 Stunden später kam der General, der technische Direktor, mit dem ich noch nie ein Gespräch hatte vorher. Ah, Sie wollen spielen. Okay. Dann, Tomke will alle Zeichnungen in 6 Monaten haben. Sie verlieren alle innerhalb der Projekte. Sie haben nur noch eine Priorität, das zu realisieren. Am Anfang waren alle anderen dagegen. Wir waren wirklich isoliert. Nach jedem Arbeitstag mussten wir Bilanz ziehen und ich fragte mich, bin ich normal oder die anderen? Alle Welt war gegen uns. Und es war schwierig und brauchte Kraft, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
dans la voie qu'on s'est tracé. Voilà. Sechs Monate später hat man Prototypen gehabt. Die Zeiger sind in die umgekehrte Richtung gegangen. So schlecht haben wir die Konstruktion gemacht mit Müller. Und dann haben wir wieder noch mal sechs Monate bekommen. Dann haben wir endlich Prototyp gehabt, die funktioniert haben. Und die fünf Stück haben drei Tage her sie überlebt. Und dann hat der Tomke gesagt, okay, wenn sie drei Tage überlebt haben, die werden funktionieren. Swatch ist mehr als eine billige Uhr. Sie ist ein Lebensgefühl, ein Modeaccessoire. Die Botschaft ist alles in der restrukturierten Uhrenindustrie. Kennen hat es besser gewusst, weder der Nicolas Hayek. Er hat das Marketing und den Vertrieb zu den Hauptpfeilern von seiner Industriepolitik gemacht. So ist er zum Schweizer Uhrenkönig aufgestiegen. Er hat recht mit seiner These, dass nur wer Massen produziert, der Industrie überhaupt einen Boden geben kann. Und auch, dass das mit Uhren aus der Schweiz möglich ist. Und jetzt ist die 100-Millionen-Stein, wo ist der Reihe? 1994 signierte er die 100-Millionen-Stein Swatch. Das ist der neue Schweizer Kultobjekt. 2010, nur ein paar Monate nach dem Tod von Nicolas Hayek, sind ja die Erfinder der Swatch zu ihren Ehren gekommen. Der Elmar Mock und der Jacques Müller haben den Prix Gaia bekommen. Eine Art Oscar von der Uhrenbranche. Das hat mir Freude gemacht. Das macht Freude, dass man nicht so einen Preis, sagen wir, postum bekommt. Das ist schon besser, wenn man noch am Leben ist. Eine Anerkennung für einen Erfinder 1000 Jahre später. Ich musste etwas schmunzeln und ich muss Ihnen gestehen. Zu Beginn wollten Sie den Preis ja gar nicht annehmen. Nein, natürlich schätzt man die Geste. Wir sind alle irgendwo Egoisten. Es hat geholfen, Klarheit zu schaffen bei all diesen vermeintlichen Vätern der Swatch. Und hat ein paar Dinge richtiggestellt. Was ist die Swatch für eure Firma heute? Sie können es ableiten, Swatch Group. Swatch Group heisst Swatch Group, weil wir dazu stehen, obwohl wir der grösste Uhrenkonzern sind, im Luxusbereich sehr gut da sind. Swatch nicht mehr die ist, die den grössten Umsatz macht in diesem Konzern, sondern andere Marken vor der Swatch stehen, ist trotzdem die Philosophie von dem Konzern immer noch Swatch. Das heisst, Massenproduktion bringt Innovation. Ob im Wert sie so viel wächst wie ein Omega oder ein Breguet, das ist nicht wichtig für die Swatch. Wichtig ist, dass sie stückzahlmäßig wächst, weil das gibt uns wieder die Möglichkeit, die industrielle Basis zu verbreitern. Der Konzern will in allen Preissegmenten präsent sein und alle Bestandteile für mechanische und elektronische Uhren selber herstellen. Ein gutes Beispiel für das ist die Firma Nivarox zu Fontaine im Neuenburger Jura. Hier zeigt sich eindrücklich, wie dominant die Swatch-Gruppe heute ist. Der Christian Fevrier und Roger Juillet führen mich durch ein Hightech-Unternehmen, wo rund 1000 Angestellte arbeiten. Modernste Maschinen produzieren die kleinsten und exklusivsten Teile für mechanische Uhren. Bestandteile für die Uhrwerke, Zifferblätter, oder Schrauben. Mehr als 1000 Stück aus einem Gramm Gold. Das exklusivste Stück des Unternehmens ist aber die sogenannte Spirale. Die Spirale treibt das Uhrwerk an. Sie gehört zum Herz der mechanischen Uhr. Wem die begehrte Spirale verkauft wird, wo keine mechanische Uhr darauf verzichten kann und ein grosses Wissen braucht für die Herstellung, das allein entscheidet die Swatch-Gruppe. Hallo, Monsieur. Christian Fevrier platzt fast vor Stolz, als er mir das Rohmaterial zeigt für die Wunderspirale. Das ist unser Tresor. Da sehen Sie den Draht, aus dem die Spirale hergestellt wird. Diesen Draht zu bändigen, ist die wichtigste Aufgabe bei uns. Was kostet denn so eine Drahtrolle? Mehrere 10.000 Franken. Und aus diesem Draht kann man jetzt die Spirale fertigen. Genau, aber es braucht noch einige Arbeitsgänge bis zur Spirale. Das ist das Grundmaterial, der berühmte Draht, aus dem das Herz der Uhr gemacht wird. Und das ist ein großes Merci von uns an Herrn Hayek, der an uns geglaubt hat.
In diesem Raum geben die sogenannten Reglösen der Spirale die präzise Form. Ich erfahre zu meiner Überraschung, dass Frauenhänge präziser sind als die modernsten Maschinen. Wir beliefern Hersteller aller Marken, insbesondere Brügge, der die meisten dieser Spiralen braucht. Mit einer maschinell gebogenen Spirale weicht eine Uhr pro Tag 4 Sekunden ab. Mit einer von Hand gerichteten ist es nur 1 Sekunde pro Tag. Die Spirale muss von Hand bearbeitet werden wegen der Präzision. Man muss sie eine Form geben, sie biegen. Und das ist sehr individuell. Jede Spirale reagiert anders. Nein, jede reagiert gleich. Aber je nachdem, wo man sie berührt, reagiert sie anders. Die Reglöse muss unterschiedlich korrigieren. Man könnte sagen, die Spirale ist lebendig. Wenn man sie biegt, hängt alles vom Druck ab, mit dem man sie berührt. Je nachdem reagiert sie. Es braucht besonderes Geschick, um eine Spirale von Hand zu biegen. Das gelingt nicht sofort. Im Schnitt braucht es 1 bis 1,5 Stunden. Das ist die Schwierigkeit. An Basel World 2011, der grössten Uhrenmesse der Welt, ist das Interesse an Schweizer Uhren gross. Der Uhrenindustrie geht es wieder bestens. Sie beschäftigen über 50'000 Leute. Die meisten Uhrenmarken gehören heute zu den drei grossen Konzernen. Nur ein paar, wie die grosse, alte Traditionsmarke Rolex, sind unabhängig geblieben. Unübersehbar ist die Dominanz der Swatch-Gruppe. Ihr allein gehören 19 Uhrenmarken. Gegen Dominanz hat man ja nichts. Sondern ist die Dominanz im Interesse des Gesamtgebildes? Hat sich die gesamte Uhrenindustrie entwickelt in der Schweiz? Da muss man sagen, die hat sich fantastisch entwickelt. Wir sorgen ja dafür, dass der Gesamtkuchen grösser wird. Also es geht nicht um einen Verdrängungswettkampf in einer Industrie, sondern auf der Welt kämpfen wir gemeinsam, wenn wir über die Schweizer Uhrenindustrie reden, gegen die japanische Uhrenindustrie, gegen die indische und gegen die chinesische. Die hat auch Produkte, die auf den Markt kommen. Die wollen auch im Marktanteil gewinnen. Und Swissmade, was wir alle gemeinsam haben, da haben wir alle das gleiche Interesse, dass wir vorwärts gehen. Und wenn Sie schauen, die Industrie, wie viel der Markt gewachsen ist, heute hat es viel mehr Platz für viele kleine Unternehmen, hat es viel mehr Platz auch für die grossen. Und jeder macht Wachstum. Zum Schluss fahre ich das letzte Mal ins Valle de Joux. Dort, wo alles angefangen hat. Der Uhrmacher Louis Gaillet hat mich in seine persönliche Werkstatt eingeladen. In seine Schatzhölle. Et ici? C'est de la récupération de, de machines. De partout? De partout, oui. Allen Orten hat er mechanische Ware, die er das Leben lang gesammelt hat. Nicht zuletzt darum, dass er genug Ersatzteile hat, für seine alte Maschine zu flicken, die er in seiner heimeligen Werkstatt hat. Pour vous, c'est quoi ici? C'est mon paradis. Hier ist mein Paradies. Ça veut dire? Das heißt? Das heißt, dass es mir hier gut geht. Hier vergesse ich den Stress, den ich tagsüber hatte. En venant ici? Oui, oui. Parce qu'on n'est pas obligé de... Hier bin ich zu nichts verpflichtet. Wenn ich nichts machen will, dann mache ich nichts. Gibt es Momente, wo Sie nichts machen? Ja, ja. Manchmal schaue ich nur ein bisschen rum oder suche etwas in einer Schublade. Tue so, als ob ich arbeiten würde. Für Louis Gaillet steht die Zeit nach der Pensionierung nicht still. Er wird seine Passion weiterpflegen. Und endlich eine Brügge-Uhr bauen, ganz für sich allein.